und in Asien unterwegs sein. Elisabeth Pongratz. Auftakt ist in Indonesien. Anschließend geht es nach Papua-Neuguinea, nach Osttimor und nach Singapur. Alle Länder sind von einer starken Vielfalt gekennzeichnet, sowohl religiös als auch gesellschaftlich und sozial. Papst Franziskus glaubt, dass die Zukunft der katholischen Kirche in Asien liegen kann. Bei seinem Besuch will er die Botschaft des Evangeliums den Menschen näher bringen, die kleinen katholischen Gemeinden stärken und freundschaftliche Beziehungen zu den Anhängern anderer Religionen aufbauen. Etwa jeder zweite Beschäftigte in Deutschland will weniger arbeiten. Jeder dritte würde für mehr Urlaubstage auch auf Geld verzichten. Das ist bei einer repräsentativen Online-Umfrage für die Internetplattform Xing herausgekommen. Als Gründe nennen die Befragten hohe Arbeitsbelastung und schlechte Atmosphäre am Arbeitsplatz. Dagegen sagt jeder Zehnte, ich würde mehr arbeiten, wenn es dafür Extrageld gibt. Bei einem Unfall auf der B45 bei Hanau ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der 40-Jährige mit einem Auto zusammengestoßen und gestürzt. Der genaue Unfallhergang ist